Ja, hallo, ich bin Sabrina Ganal. Und ich bin Manuela Mate. Und wir haben das Liederprojekt «Komm, hock her» organisiert und durchgeführt. Vor gut einem Jahr haben wir vom Unterausschuss für Soziales, Kultur und Schule von der Gemeindevertretung Fichtelsberg uns überlegt, dass wir unbedingt gerne Begegnungsplätze in Fichtelsberg brauchen. Gemeinsam mit der Karin Schillig und mit dem Atelier aus dem Loackerhaus, mit der Elisabeth Fischnaller und der Ida Neuschmidt, haben wir Ideen entwickelt, wie wir Bänkle rund um die Sagen für Fichtelsberg gestalten könnten. Mein Name ist Karin Schillig. Ich bin die Geschäftsführerin der Liederregion Vorderland-Walder Bludenz. Wir sind ein Verein, zusammengeschlossen aus 26 Gemeinden und bekommen hier die EU-Fördermittel zur Stärkung von ländlichen Regionen. Das heißt, wir können Projekte, die einen Mehrwert in der Region bringen, finanziell unterstützen. Eines dieser Projekte ist das Projekt Komm, hock her. Ich weiß noch genau, die Sabrina Ganal und die Manuela Mate sind im Dezember 2021 bei mir im Büro gewesen und wir haben das miteinander besprochen und letztlich hat es wirklich alle Kriterien erfüllt und wir haben es zur Förderung bewilligt. Uns war wichtig, dass man die Geschichte und die Sagen von Fichtelsberg lesbar, sehbar und spürbar machen. Wir haben an 5 Plätzen im Ort 6 neue Bänkli aufgestellt, das Atelier in Götzis. Mit der Elisabeth Fischnaller, der Ida Neuschmidt und den Künstlern haben den Holzanteil von der Bänkle gestaltet und bemalt. Und die Skulpturen sind von der Elisabeth und von der Ida verschönert worden und erschaffen worden eigentlich. Hallo, ich bin die Elisabeth Fischnaller. Und ich, Ida Neuschmidt. Wir sind aus dem Atelier Loackerhaus von der Lebenshilfe Vorarlberg. Wir haben uns Gedanken gemacht zu jedem Bänkle, zu den ganzen Sagen und Legenden von Fichtelsberg. Zum Beispiel beim Eusebius. Wir haben einfach versucht, die Gedanken und die Geschichten, was da entstanden sind, das in die Bänkle und in die Objekte wieder zum spiegeln. Die Herausforderung bei der Arbeit war auf der einen Seite, dass wir zuerst Schwelle haben vor Ort zum Malen und es war einfach zu warm. Dann ist der Leute schon die Farbe am Pinsel eingetrocknet. Und dann haben Manuela und Sabrina die Idee gehabt, sie bringen uns ins Atelier die Bänkle. Dann haben wir es im Atelier gemalt und für unsere Malenden war das einmal einfach eine Abwechslung, dass sie auf Holz malen. Und sie haben sehr viel Freude gehabt und auch Spaß gehabt, dass ihre Motive dann auf den Bänken standen sind. Also sie haben einfach gewusst, das habe ich gemacht, das ist mein Motiv. Die HTL Rankweil hat unter der Leitung von Robert Nachbauer und von Arnold Schmidt die Konstruktion und die Planung der Betonteile und der Holzarbeiten übernommen. Die Schüler haben das im Unterricht umgesetzt und wir sind begeistert, was daraus geworden ist. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Nachbauer Robert von der HTL Rankweil. Nachdem die Sabrina und die Manuela zu uns gekommen sind, haben wir das Projekt natürlich sehr gerne unterstützt mit unseren Schülern und Schülerinnen. Zuerst ging es dann an die Arbeit, das Planen, damit es auch in den Unterricht hineinpasst. Das hat dann Arnold Schmidt bewerkstelligt, er hat also die Bänke gezeichnet. Und wir haben sie dann in unseren Werkstätten umgesetzt. Betonteile gefertigt in U-Form und dann die Holzkonstruktion aufgesetzt auf diese Betonteile. Man kann die Betonteile stehen lassen und die Holzteile können dann ins Trockene gebracht werden, damit sie im Winter nicht kaputt gehen. Also das ist auch ein konstruktiver Anspruch, den wir uns gestellt haben hier. Unsere sicher spektakulärste Skulptur ist eine Kutte vom Mönch Eusebius, die in Beton gestaltet worden ist und beim Hotel Victor damals steht. Sie soll die Sage von unserem Einsiedler im Kloster Fichtelsberg erzählen. Die Skulptur vom Wilden Männlein steht auf einem Betonsockel. Da oben steht nicht nur die Sage vom Wilden Männlein, es werden auch die Erdlöcher, also die sogenannten Dolmen, erklärt und wie sie entstehen. Vom Rand wird das Wilde Männlein von der Gosse, wo er früher einmal gehört hat. Bei der Gemeinde Fichtelsberg steht das Bänkle zu Ehren von allen bisherigen Bürgermeistern, die unser Dorf gehabt. Die dritte Sage ist die Butzi-Brunnen-Sage. Das Bänkle steht im Bölsweg und als Symbol oder auch als Statue steht ein Wassertrog, der symbolisiert, dass früher einmal ein Brunnen da gestanden ist. Am Eingang vom Bügelweg steht unser Nachhaltigkeitsbänkle. Da ist das Thema Sauberkeit und Umweltschutz aufgegriffen.
Der Nerwert ist ein großer, kreativ gestalteter Müllkübel, der die Leute dazu animieren soll, den Müll zum ordentlichen Entsorgen und nicht überall liegen zu lassen. Hinten an der Bank ist ein Gästebuch verewigt. Da ist ein Edding-Stift dabei und da darf sich jeder, der das Bänkli besucht, auch einschreiben. An einem der schönsten Aussichtspunkte in Fichtelsberg, unsere tollen Bänkli. Die Aussicht über das Rheintal und in die Schweizer Berge sind hier im Mittelpunkt und werden durch die Skulptur vom Atelier noch einmal mehr fokussiert. Ja, und recht herzlich danken möchte man der Firma Rubau für ihre Unterstützung, vor allem dem Sohn, der uns die ganze Schalung für die Betonwürfel gemacht hat und mit seiner Truppe das alles aufgestellt hat, weil die Betonobjekte sind natürlich so schwer, dass wir das von Hand gar nicht nachgebracht haben. Also die haben das alles ehrenamtlich und sie sich da gebraucht für uns. Es werden nicht nur Bänke aufgestellt, die da stehen, wo man sich hinsetzen kann, sondern es werden auch kulturelle Werte transportiert, es werden Sagen und Geschichten über Fichtelsberg erzählt und so auch ein altes Kulturgut erhalten. Gut nach einem Jahr, nachdem wir das Projekt gestartet haben, sind wir jetzt hier und das Projekt ist umgesetzt. Für uns war es eine schöne Reise mit vielen wunderbaren Begegnungen und Eindrücken. Und wir haben ganz viel gelernt in diesem Jahr und wir möchten Danke sagen. Bei der Gemeinde Fichtelsberg, bei unseren Sponsoren, die uns finanziell unter die Arme gegriffen haben, bei der Volksschule Fichtelsberg unter der Leitung von Daniel Amann, die uns spontan für musikalische Unterhaltung gesorgt haben, und beim BGR Fichtelsberg, die heute für die ganz gute Kulinarik gesorgt hat. Ja, was erhoffen wir uns von dem Projekt? Wir hoffen, dass es die Bevölkerung und auch die Besucher von Fichtelsberg gut annimmt, unsere Bänkle, dass sie sich freuen, dass sie sich auch die Zeit nehmen, zum Anhocken, zum Lesen, zum ins Land anschauen und zum sich einfach wohlfühlen bei uns. Wir von der HTL Rankweil wünschen den Fichtelsbergern sehr viel Freude mit diesen Bänken und ich hoffe, dass man sie auch viel benutzt. Alles in allem ein sehr, sehr gelungenes Projekt und ich kann nur gratulieren und wünsche allen viel Freude damit und viel Erholung und freue mich über den Mehrwert und die Begeisterung auch hier in der Gemeinde Fichtelsberg. Wir wünschen allen Besuchern, dass sie bei jedem Besuch irgendwas Neues entdecken, dass es sie immer wieder freut, um an die Plätze zu kommen, dass es wirklich Begegnungsplätze wären, wo Gespräche entstehen können und gemütliche Minuten oder sogar Stunden stattfinden.